in einem Nachrichtenmoderator ist nicht viel Schauspielerei. Es ist so, dass die Sendungen, die kommen alle in letzter Minute zustande. Es gibt so viele Sendungen, dass die Korrespondenten auch vorher noch schon Sendungen bedienen müssen. Und ich erinnere mich an eine Sendung, da war bei Beginn nur ein Beitrag da und das war der Schlussbeitrag. Und die anderen Beiträge kamen im Laufe der Sendung herein, in irgendeiner bunten Reihenfolge. Und ich erinnere mich noch, dass hinterher der Kritiker der Sendung sagte, also war eine ganz tolle Sendung eigentlich, aber was er nicht verstanden habe, war, warum wir mit diesem feuilletonistischen Beitrag angefangen haben. Ja, der Grund war, das war der einzige, der da war. Also von daher ist da nicht viel Raum für Schauspielerei. Sie gehen rein ins Studio und sind immer noch beschäftigt mit dem, was ist. Und dann ruft der Regisseur, Dings ist da, das ist nicht da. Wie machen wir das, wie jenes und so. Also sie sind gar nicht, sie haben gar nicht die Zeit zu Schauspielern, sondern sie müssen einfach mit der Situation klarkommen. Die Bekanntheit, die durch das Medium entsteht, das ist eine Sache, die ich bis heute noch nicht so richtig verdaut habe. Wissen Sie, wenn Sie sich in dem Augenblick, in dem die Kamera an ist, vorstellen, dass 5 Millionen Menschen Sie jetzt sehen, dann gibt es doch eigentlich vom normalen menschlichen Instinkt her nur 2 Möglichkeiten zu reagieren. Entweder man wird größenwahnsinnig oder man kriegt einen Schreck und läuft weg. Denn stellen Sie sich vor, 5 Millionen Menschen schauen jetzt plötzlich auf Sie und Sie wollen jetzt also da was Großartiges machen. Also derjenige, der da also rumschauspielert, ich glaube, der macht sich nur lächerlich.